So it is the 15th of July and we have made it to the summit of Gashurum to be together with Ling Temba here and Lama. Drei Monate, 20 Stunden und 45 Minuten. Das ist die Zeit, die die norwegische Bergsteigerin Kristin Harila für die Besteigung aller 14 Achttausender der Welt benötigte. Wofür Reinhold Messner über 16 Jahre brauchte, das schafft eine norwegische ehemalige Langläuferin 2023 gerade einmal in drei Monaten. Eine überragende Leistung, ein Rekord für die Ewigkeit oder doch nur die kapitalistischen Auswüchse unserer Gesellschaft? Kanntest du die Story schon und was hältst du von ihr? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wir schauen uns in diesem Video jedenfalls die Hintergrundstory der Norwegerin, ihr Rekord-Mammut-Projekt sowie die Reaktion der männlichen Öffentlichkeit auf ihren Rekord an. Bevor wir beginnen, ein paar Hintergrundinformationen zu den 14 Achttausendern der Erde. Als Achttausender bezeichnet man Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Unsere Erde hat 14 Berge, die dieses Kriterium erfüllen. Sie alle befinden sich in Asien, 10 davon im Himalaya und 4 davon im Karakorum. Ihre klingenden Namen lauten der Höhe nach: Mount Everest mit 8848 Meter im Himalaya, K2 mit 8611 Meter im Karakorum, Kangchenjunga mit 8586 Meter im Himalaya, Lhotse mit 8516 Metern im Himalaya, Makalu mit 8485 Meter im Himalaya, Cho'oyu mit 8188 Meter im Himalaya, Daulagiri mit 8167 Meter im Himalaya, Manaslu mit 8163 Meter im Himalaya, Nanga Parbat mit 8125 Meter im Himalaya, Annapurna 1 mit 8091 Meter im Himalaya, Gashabrum 1 mit 8080 Meter im Karakorum, Broad Peak mit 8051 Meter im Karakorum, Gashabrum 2 mit 8034 Meter im Karakorum und Shishapangma mit 8027 Meter im Himalaya. Geografisch teilen sich die Gipfel auf Indien, Nepal, China und Pakistan auf. Historisch gesehen sind die 1950er und 60er Jahre für die Besteigung der 8000er enorm wichtig. In diesen Jahrzehnten gelangen die Erstbesteigungen aller 14 8000er. Der erste war die Annapurna am 3. Juni 1950 im Rahmen einer französischen Expedition. Am 28. Mai 1953 standen mit Sir Edmund Hillary und mit dem Sherpa Tenzing Norgay zum ersten Mal Menschen auf dem höchstgelegenen Punkt der Erde, dem Mount Everest. Und der letzte 8000er der Erstbesteigungsgeschichte war der Shishapangma, der am 2. Mai 1964 von 10 Bergsteigern einer chinesischen Expedition bestiegen wurde. In den 1970er Jahren liegt wohl ein Hauptgrund für den heutigen Overtourism im Himalaya, der euch allen aus diversen Bildern und Videos bekannt sein dürfte. Oder wer kennt das Foto, auf dem eine Schlange ansteht, um auf den Gipfel des Mount Everest zu gelangen, nicht? Was hat das mit den 1970ern zu tun? Sehr viel. Genau hier wurde begonnen, neue Herausforderungen im Alpinismus zu suchen, nachdem alle 14 8000er bereits bestiegen worden sind. Höhenbergsteiger strebten nun gezielt die Besteigung mehrerer 8000er an. Um eine neue eigenständige alpinistische Idee zu kreieren und diese auszuleben, setzten sich viele dabei zusätzlich das Ziel, nicht den Routen der Erstbesteiger zu folgen, sondern andere, schwierigere Anstiegswege zu wählen. Alle 14 8000er zu besteigen, wurde zuerst noch nicht öffentlich ausgesprochen. Bis Mitte 1985 kam der Pole Jerzy Kukuczka auf 9 8000er Besteigungen, die Schweizer Marcel Rüdi und Erhard Loretan auf 7 bzw. 8 8000er Besteigungen und Reinhold Messner stand bei 12 8000er Besteigungen. Spätestens nun erregte das Wettrennen um die Besteigung der höchsten Gipfel der Welt die Aufmerksamkeit der internationalen Presse. Wie ihr alle wisst, war Reinhold Messner schlussendlich der erste Mensch, der als erster auf allen 14 8000ern stand. Und das ohne Flaschen Sauerstoff. Was hat diese Erzählung nun mit dem Projekt der Norwegerin Kristin Harila zu tun?
Sehr viel, wie ich finde. Der Mensch sucht sich eine Herausforderung und stellt sich dieser, um herauszufinden, ob es klappt oder eben nicht. Genauso könnte man die Erstbesteigung eines 8000ers beschreiben. Man geht zu einem Berg, schaut, ob man raufkommt und schafft es oder eben auch nicht. Als dies bei allen 14 8000ern geschafft wurde, wurden neue Herausforderungen gesucht und angenommen. Diese Herausforderung war die Besteigung aller 14 8000er. In diesem Zusammenhang muss auch der Ansatz hervorgehoben werden, dass die Besteigung ohne Verwendung zusätzlichen Sauerstoffes als besondere Herausforderung galt. Auch diese Herausforderung wurde bereits vor fast 40 Jahren erfolgreich bestanden. Der Mensch, insbesondere der Extremsportler, strebt aber nach mehr. Einer dieser Menschen ist Christine Harila. Sie stammt aus dem Flachland in Norwegen, und zwar aus dem Dorf Vadsø. Sie wurde mit einer Leidenschaft für die Natur geboren und erkannte schnell ihre Liebe zum Wintersport und vor allem zum Langlaufen. Es waren jedoch ihre furchtlose Einstellung und ihr außergewöhnliches Talent zum Bergsteigen, die sie von anderen abhoben und zu einer phänomenalen Bergsteigerin machten. 2019 trat sie von einer Führungsposition zurück und widmete sich seither der Verwirklichung ihres Traums, die höchsten Gipfel der Welt zu besteigen. Ihr erster namhafter Gipfel überhaupt war 2015 die Besteigung des Kilimandscharo in Afrika. 2021 bestieg sie ihren ersten 8000er und da gleich zwei an einem Tag. Auf den Mount Everest folgte der Lhotse. Sie benötigte für die beiden Gipfel 12 Stunden, was damals die schnellste Zeit einer Frau war. Noch im Lager 2 beschloss sie, dass sie im nächsten Sommer den K2 besteigen wollte. Zu Hause dachte sie dann über die 8000er nach und stellte fest, dass sie alle besteigen wollte, jedoch nicht mehr viel Zeit dafür hatte, da sie damals schon 35 Jahre alt war und noch keine Kinder hatte. Im Gegenteil zu männlichen alpinen Größen wie beispielsweise Urli Steck ist für Christine Harila die Verbindung des extremen Höhenbergsteigens mit einer Familie nicht vereinbar. 2022 setzte sie sich zum Ziel, alle 14 8000er in Rekordzeit zu besteigen. Auf das Projekt kam sie durch Nirmal Nims Purcha, der nepalesische Bergsteiger, der 2019 alle 14 8000er der Erde in Rekordzeit in 6 Monaten und 6 Tagen bestiegen hat. Wenn Nims es nicht vorgemacht hätte, wäre sie wohl nie auf die Idee gekommen, so Christine. Ohne ihr großes Team für das Projekt wäre der Erfolg in so einer Zeit sicherlich nicht möglich gewesen. Die Reihenfolge der Berge wurde nach einem gemeinsamen Plan erstellt, jedoch mit Spiel für Varianten. Alles musste perfekt durchgeplant werden, wie zum Beispiel die Entfernung zwischen den Camps. Beim 2022er Projekt war beispielsweise nach dem Nanga Parbat noch offen, ob der Broad Peak oder der K2 erfolgen sollten. Konditionen, andere Teams sowie Fixseile gaben schlussendlich den Ausschlag für den K2. Ein wesentlicher Grund, warum Christine den Rekord von Nirmal Purcha nicht unterbieten konnte, waren sicherlich auch die fehlenden Permits für die letzten beiden Gipfel im Jahr 2022. Gekostet hat der Spaß etwa eine halbe Million US-Dollar. Das Geld wurde aufgebracht, indem Christine ihr Apartment verkaufte und mit Bremont einen Hauptsponsor fand. Die Besteigung aller 14 8000er gelang Christine schlussendlich innerhalb von einem Jahr und 5 Tagen, nachdem sie den Shisha Pangma und den Joe Oyo am 26. April und am 3. Mai 2023 erfolgreich bestieg. Und genau da begann auch ihr neues Projekt unter dem Titel She Moves Mountains, in dem sie die Zeit von Nirmal endlich unterbieten wollte. Somit zählen der Shisha Pangma und der Joe Oyo für das 2022er und 2023er Projekt. Innerhalb von 3 Monaten, 20 Stunden und 45 Minuten gelang ihr das auch deutlich. Die Chronologie des Erfolges lautete: Shisha Pangma in Tibet, China mit 8027 Meter am 26. April 2023, 14. höchster Gipfel der Welt. Joe Oyu in Tibet, China mit 8188 Meter am 3. Mai 2023, 6. höchster Gipfel der Welt. Makalu in Nepal mit 8485 Meter am 13. Mai 2023, 5. höchster Gipfel der Welt.
Kangchenjunga in Nepal mit 8586 Meter am 18. Mai 2023, dritthöchster Gipfel der Welt. Everest und Lhotse mit 8848 und 8516 Meter in Nepal am 23. Mai 2023, höchster und vierthöchster Gipfel der Welt. Daulagiri in Nepal mit 8167 Meter am 29. Mai 2023, siebthöchster Gipfel der Welt. Annapurna in Nepal mit 8091 Meter am 5. Juni 2023, zehnthöchster Gipfel der Welt. Manaslu in Nepal mit 8163 Meter am 10. Juni 2023, achthöchster Gipfel der Welt. Nanga Parbat in Pakistan mit 8125 Meter am 26. Juni 2023, neunthöchster Gipfel der Welt. Gashabrum 2 in Pakistan mit 8034 Meter am 15. Juli 2023, 13. höchster Gipfel der Welt. Gashabrum 1 in Pakistan mit 8080 Meter am 18. Juli 2023, 11. höchster Gipfel der Welt. Broad Peak in Pakistan mit 8051 Meter am 23. Juli 2023, 12. höchster Gipfel der Welt. Und schlussendlich der K2 in Pakistan mit 8611 Meter am 27. Juli 2023, zweithöchster Gipfel der Welt. Der Erfolg in dieser Zeit gelang Christine gemeinsam mit ihrem Kletterpartner Tenshin Lama Sherpa. Und wie reagiert die Männerwelt auf diesen Rekord? Reinhold Messner schreibt am 27. Juli 2023 auf seinem Instagram-Account mit 215.000 Followern aus dem Zusammenhang gerissen und nicht bezugnehmend auf das Geleistete: Alpinismus hat nichts mit Rekorden zu tun. Alpinismus ist nicht als Sport messbar. Alpinismus ist Leidenschaft, Sinnhaftigkeit und Entschleunigung. Alpinismus ist Kultur, Geschichte und Wissen, aber in erster Linie ist er Abenteuer ohne Grenzen und ohne Sicherheit. Muss man diese Aussage in diesem Zusammenhang interpretieren? Oder hat sie damit gar nichts zu tun? Es möge sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Schreibt mir eures auch gerne in die Kommentare rein. Ich möchte bloß auf die Geschichte des Alpinismus hinweisen, in dem Erstbesteigungen in Zusammenhang mit Heldentaten, mutigen Männern, im Nationalsozialismus beispielsweise als Einsatz für das Volk verwendet wurde. Eindeutig eine männerdominierte Disziplin. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch ein Statement vom Schweizer Bergsteiger Robert Bösch in Berg und Steigen zu Christine Harila, in dem er unter anderem schreibt, dass sich das geforderte alpinistische Können an 8000ern gegen Null reduziert. Es reicht, wenn man im Basislager lernt, mit Steigeisen zu gehen und sich am Fixseil richtig einhängt. Kritisiert wird die Darstellung von Rekordversuchen in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Stichwort Ankündigungsalpinismus, wohingegen der Begehungsstil am Berg kaum je thematisiert werde. So sei es etwa lächerlich anzukündigen, alle 14 8000er ohne Sauerstoff zu besteigen, aber schon beim niedrigsten zur Flasche zu greifen. Harila selbst sagt zu so einer Aussage: Es ist einfach ein anderer Stil, eine andere Art des Bergsteigens. Es ist nicht so, dass sie nicht klettere, sie klettert. Und sie denkt, solange der Umgang ehrlich und offen ist und niemand anderes verletzt wird, sollten alle so klettern dürfen, wie sie wollen. Stellt sich die Frage, ob ihr Umgang offen ist? Ich würde sagen ja, denn sie und ihr Team, das ihre Social Media Kanäle und Homepage betreuen, geben über diese Kanäle auch Updates. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass Harila aktuell auf Instagram etwa 150.000 Follower hat. Also beinahe 70.000 Follower weniger als Reinhold Messner. Es gibt also durchaus richtige Abenteurer und Alpinisten, die mehr Reichweite als Harila haben, der ihre Reichweite in den sozialen Medien vorgeworfen wird. Unpassend findet Bösch auch den Vergleich mit Gerlinde Kaltenbrunner, die 13 Jahre für die Besteigung aller 14 8000er benötigte und hier das Bild einer lahmen Ente erweckt werden könnte. Und auf der anderen Seite die Norwegerin, die nur ein Jahr benötigte, also um ein Vielfaches stärker sei. Außerdem sei es zu Beginn nie Gerlindes Absicht gewesen, alle 14 8000er zu machen, so Bösch. Genau dasselbe trifft aber auch auf Harila zu.
Das 8000er-Projekt entwickelte sich bei ihr erst, als sie nach der ersten Everest-Besteigung wieder in Norwegen zu Hause war. Vielleicht könnte man hier ja auch mitbedenken, dass Harila damals 35 Jahre alt war und meinte, dass sie kein extremes Höhenbergsteigen als junge Mutter machen will. Und das sagte sie öffentlich. Sie steht in der Öffentlichkeit dazu. Was ist die Konsequenz, wenn die innere Uhr tickt? Zeitdruck? Vielleicht könnte hier die Männerwelt ja mal drüber nachdenken. Schlussendlich geht es Bösch aber in Wirklichkeit darum, was Medien berichten. Dass nicht die wirklichen herausragenden alpinen Leistungen gewürdigt werden, sondern die Meldungen von reichweitenstarken Social-Media-Influencern. Und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz. Welche Story interessiert wohl mehr Menschen? Wie eine junge Frau, die eigentlich Langläuferin war, in 3 Monaten alle 14 Achttausende besteigt, wofür Reinhold Messner vor 40 Jahren in einem jahrzehntelangen Abenteuer, von dem keiner wusste, wie es ausgeht, 16 Jahre brauchte? Oder interessiert uns die Story mehr, wie der Spitzenkletterer Joshua Holzapfel die erste 25 Minus der Welt in der stark überhängenden Dreckslochwand in Hintertupfen klettert? Was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Wie findest du die Leistung der Norwegerin Kristin Harila, die Auswüchse des Tourismus auf den höchsten Bergen der Welt, und was hältst du von den Aussagen der Männerwelt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Bis zum nächsten Mal, ciao!